Ehrlich, ich kann es nicht mehr hören. Weihnachten soll in diesen Tagen gerettet werden. Wer bitte kann denn Weihnachten retten? Ja klar, es geht denen, die das propagieren, um ein Familienfest mit langer Tradition. Ein willkommener Anlass, sich mit allen möglichen Menschen zu treffen und Geschenke auszutauschen und in der dunklen Jahreszeit etwas Wärme und Behaglichkeit zu genießen. Alles gut. Aber das Christfest? Können wir das retten? Und dann steht da dieses sehr alte Lied in unserem Gesangbuch, von Luther ins Deutsche übertragen. Nun komm, der Heidenheiland. Wir machen dieses Christfest nicht und wir retten es auch nicht. Wir bitten, dass sich die alte Geschichte von der Menschwerdung Gottes immer wieder ereignet, dass Gott auf die Erde kommt, in unserer Lebenswirklichkeit erfahrbar wird, uns verändert. Nicht, dass wir erst größer oder besser werden müssen, sondern dass Gott in uns größer werden kann. Und nicht nur in uns Christen, Kirchgängern, vermeintlich braven Menschen. Ausdrücklich wird der Heiland der Heiden erbeten. Erlösung gibt es nur für alle Welt, ist weder Privatsache noch Privileg. Weihnachtlicher strahlender Glanz, hell und klar, kommt dann von einer schäbigen Krippe. Es kommt halt auf den Inhalt an, nicht auf äußeren Schein.